Ja, hi Leute, wie man sieht, habe ich jetzt eine ganz kleine Piaggio Zipp-Felge verbaut. Mit der sollte eigentlich die Beschleunigung dann besser sein. Und wir messen jetzt mal 0 bis 40, 2-3 Mal. Und den besten Wert nehme ich dann und dann baue ich wieder die 13 Zoll Felge hin. Und dann schauen wir mal, was wir dann da für einen Wert haben. Okay, wir müssen 0 bis 30 km/h machen, weil mit der kleinen Felge schafft er keine 40 mehr. Er ist ja gedrosselt. Also jetzt 0 bis 30. Gleich nochmal. 5,1. Noch ein viertes Mal. 4,8. Man merkt richtig, wie der Roller besser beschleunigt als mit der 13 Zoll Felge. Mit der 13 Zoll Felge werden wir diese Zeiten vermutlich nicht schaffen. So, jetzt ist wieder die 13 Zoll Felge verbaut. Und mal schauen, welche Zeiten wir jetzt mit der fahren. Jetzt ist die Beschleunigung schon wieder schlechter. Sekunden. Dann gleich nochmal. 5,6. Oh, das war nicht schlecht. 5,5 und gleich nochmal. 5,4. Wie man an den Zeiten gesehen hat, beschleunigt der Roller mit einem kleinen Hinterrad viel besser. Es hat sich auch viel besser angefühlt. Allerdings ist natürlich die Endgeschwindigkeit dadurch weniger geworden. Man könnte aber, um dies auszugleichen, den Roller komplett entdrosseln. Dann fährt er vielleicht auch nur so seine 50, 52, 55 und hat aber eine mega Beschleunigung, weil er ja dann noch mehr Leistung hat. Also das wäre echt mal zu überlegen, ob wir das bauen. Vielleicht auch noch ein kleines Vorderrad dazu und dann ein Beschleunigungsmonster mit 60 km/h Endgeschwindigkeit bauen. Das wäre doch ganz witzig. Mal überlegen.